Einmal andocken, aus Übungszwecken. Jetzt mit dem linken Fuß einmal die Ferse nach vorne drehen, wieder zurückdrehen und nach hinten gehen. Das wiederholen wir einige Male. Und ta, zurück und das einige Male. Und wupp, wupp. Und wupp, wupp. Natürlich ist dabei wichtig, dass man hier schön immer die Ferse abhebt, also wegnimmt vom Boden für den Drehprozess, absenkt beim Ankommen und wieder abhebt, wenn man dann wieder drehen möchte. Das heißt, im drehenden Zustand ist die Ferse oben und beim angekommenen Zustand darf sie wieder runtergehen. Wunderbar. Nun ist die Zielsetzung, dass das hintere Bein jetzt anstatt hinten anzudocken, dass es hier hochgeht und wieder zurück. Und das einige Male tun. Hoch und zurück. Hoch und zurück. Hoch, zurück, wunderbar. Jetzt nun das Ziel zu haben und ta. Das heißt, mit dem Anspann hier nach vorne. 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 Und klar, viele Menschen würden dann wieder das hier machen, ne, dass sie dann so landen. Was okay ist, weil es gibt ja auch ta. Es gibt schon Variationen. Ich möchte euch nicht die Variation wegballern. Ich möchte euch nur halt nochmal hier die Dinger geben, was man einbauen kann von der Technik her. Hier wäre es jetzt die Ferse entweder zum Boden zeigt oder halt eben nach innen. Innen, innen. Anstatt außen, 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 innen.